benötigen wir folgende Hauptzutaten: 200 Gramm Tiefkühlerbsen, etwas Weizenmehl, 500 Gramm Hähnchenbrustfilet in große Stücke geschnitten, 250 Gramm weiße Champignons, die haben wir geschält und in Scheiben geschnitten, 2 Selleriestangen in feine Stücke geschnitten und 2 Möhren geschält und auch in kleine Stücke geschnitten, etwas frische Petersilie, dann 15 Perlzwiebeln und 2 Knoblauchzehen fein geschnitten, eine Tasse Jasminreis, 200 Gramm Schlagsahne und 500 Milliliter Geflügelfond. Zuallererst geben wir etwas Salz zu dem Mehl und Pfeffer. Und dann geben wir unsere Hähnchenbrustfilets hier rein und mehlieren die. Als nächstes geben wir unseren Jasminreis in einen kleinen Topf, geben 2 Tassen Wasser dazu und kochen den dann. Weiter geht's mit unserem Hühnerfrikassee. Dafür haben wir hier eine Pfanne vorbereitet mit etwas Sonnenblumenöl und das erhitze ich jetzt. Sobald das Öl heiß genug ist, geben wir unseren Knoblauch und unsere Perlzwiebeln rein und schwitzen es kurz an. Anschließend geben wir unser Hähnchenbrustfilet dazu und braten es scharf an. Nachdem unsere Hähnchenbrustfilets schön goldbraun sind, löschen wir mit unserem Geflügelfond ab. Dann geben wir unseren Sellerie, die Möhrchen und die Erbsen dazu und lassen es 5 bis 10 Minuten köcheln. Nach 10 Minuten geben wir unsere Champignons dazu und lassen das dann nochmal 5 Minuten köcheln. Nach weiteren 5 Minuten geben wir unsere Schlagsahne dazu. Dann kommt noch die Petersilie dazu. Und dann schmecken wir noch mit etwas Salz und Pfeffer ab.